Okay, hello, I'll switch to German since this is a German-speaking event. Sehr geehrte Frau Kneißl, sehr geehrte Studenten und Gäste dieser Videokonferenz, mein Name ist Andrei Baikov, Vizepräsident für internationale Angelegenheit und Dekan der Fakultät für internationale Beziehungen dieser Universität. Es ist keine leichte Aufgabe, Karin Kneißl vorzustellen. Eigentlich bräuchte man viel mehr Zeit, denn ihr Leben, ihr Studienjahre, ihr beruflicher und politischer Werdegang sind extrem reich und vielfältig. Dank einer tiefen, vielseitigen und äußerst internationalen Ausbildung wurde Frau Kneißl für ihren diplomatischen Dienst, ihre Lehrtätigkeit, ihre verantwortliche Arbeit als Bundesministerin für Europa, Integration und äußerst bestens vorbereitet. Karin Kneißl hat aufgrund der Arbeit ihres Vaters einen Teil ihrer Kindheit in Jordanien verbracht. Der Aufenthalt in diesem Land weckte bei ihr ein besonderes Interesse für die arabische Welt und für den Nahen Osten insgesamt. So kam es dazu, dass Frau Kneißl Arabistik an der Universität Wien studierte. Danach setzte sie ihre Forschungsarbeiten fort und verbrachte 2 Jahre in Georgetown in den USA. Mit weiteren postgradualen Studien hat Karin Kneißl ihre Kenntnisse bereichert und diversifiziert. Sie studierte unter anderem auch an der Hebräischen Universität in Jerusalem und an der Universität von Urbino in Italien. Karin Kneißl hat auch an der französischen Prestige-Hochschule École Nationale d'Administration studiert. Diese glänzenden Studiengänge führten Karin Kneißl zu einer sehr brillanten Karriere. Es ist wirklich bemerkenswert zu konstatieren, in wie vielen verschiedenen Bereichen Frau Kneißl ihre zahlreichen Kompetenzen angewendet hat. Im diplomatischen Dienst des Außenministeriums der Republik Österreich wirkte sie unter anderem im Kabinett des Außenministers, im Völkerrechtsbüro und war in Paris und Madrid auf Auslandsposten. Als freie Journalistin und Expertin für Nahost, Geopolitik und Energiefragen erreicht sie ein breites Publikum in den Medien und veröffentlichte auch zahlreiche Fachpublikationen, Bücher und Analysen. Sie ist unter anderem als Gastautorin für den russischen Staatssender Russia Today tätig. Parallel hat Frau Kneißl immer an verschiedenen Universitäten unterrichtet. Sie hat unter anderem Völkerrecht, Geschichte des Nahen Ostens und Energiemarkt am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien unterrichtet. Sie hat auch im Libanon und in Deutschland unterrichtet. Frau Kneißl hat die GIMOZ schon 2-mal besucht. Aktuell unterrichtet sie einen Kurs über Politik und Wirtschaft des Ölmarktes. In der Politik ist Karin Kneißl sehr engagiert und bekannt für ihre freimütige Haltung und ihre Aufgeschlossenheit. Sie ist ohne Zweifel eine Grand Dame und eine prägende Figur der Politikwissenschaft in Europa. Ihr Wissen, ihre Energie, ihr Mut und ihr facettenreiches Leben rufen große Bewunderung und Respekt hervor. Liebe Frau Kneißl, heißen Sie an unserer Universität herzlich willkommen und danken Ihnen, dass Sie diesem Treffen zugesagt haben. Ich übergebe nun das Wort an Marina Tschegaschowa, die für die deutsche Sprachabteilung des MGIMO verantwortlich ist. Vielen Dank. Ja, danke sehr, Herr Baikov. Sehr geehrte Frau Kneißl, liebe Studierende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, alle Teilnehmenden. Schönen guten Tag an alle und herzlich willkommen im MGIMO. Wir haben uns alle auf das neue Format unseres Lebens eingestellt und sind bereit, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen. Herr Baikov hat schon betont, dass Frau Kneißl vor unseren Studierenden 2-mal gesprochen hat. Und wir würden uns freuen, Sie wieder zu sehen und Sie wieder zu hören. Ich hoffe, dass diese Veranstaltung für beide Seiten interessant bleibt und nach Ihrem kurzen Input-Vortrag Sie wiederum viele gute Fragen gestellt bekommen. Wir würden uns auf eine sehr interessante und lebhafte Diskussion freuen und ich weiß schon, dass viele Fragen parat stehen. Herzlich willkommen, sehr geehrte Frau Ministerin, und Sie haben jetzt das Wort. Wir sind bereit, Ihnen zuzuhören. Danke sehr, dass Sie gekommen sind, wiederum.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist eine schöne Sache, dass wir uns wiedersehen. Ich darf zuerst doch meinen herzlichen Dank und vor allem großen Respekt Vizerektor Baikow zollen. Ich habe nicht gewusst, dass Sie der Sprache von Goethe, Schiller und vielen anderen so bemerkenswert beherrschen, weil ich habe Sie immer so ein bisschen eher in der angelsächsischen Welt angesiedelt, weil Ihr Englisch so bemerkenswert ist. Aber wie manche ja sagen, ich gehöre dazu. Englisch ist nur schlecht ausgesprochenes Deutsch, also somit ist ihre Meisterlichkeit in beiden Sprachen wirklich sehr, sehr zu bewundern. Vielen Dank auch an Sie, Frau Professor, und vielen Dank, ich sehe auch hier im Bildschirm Frau Dr. Ekaterina Kolmanova. Ich freue mich sehr, dass wir auf diese Weise in Kontakt sind. Und am Donnerstag erhielt ich, also gestern, kurzfristig die Anfrage, ob ich für den deutschsprachigen Club heute Nachmittag zur Verfügung stehen kann. Das mache ich mit großer Freude. Der Vorschlag war, von GIMO über Deglobalisierung zu sprechen. Ich darf das vielleicht mit folgenden Ideen als Futter für Gedanken dann, also Food for Thought, anschließen. Folgende Thesen, Botschaften, die ich mit Ihnen teilen möchte und freue mich dann auf eine aktive Debatte. Im Jahr 2012 verfasste ich ein Buch unter dem Titel Die zersplitterte Welt, Untertitel Was von der Globalisierung bleibt. Ich habe damals mir vor allem angesehen, wie die politische Debatte in Frankreich verläuft, aber nicht nur dort. Und Frankreich ist und bleibt ein bisschen, würde ich sagen, wenn es um politische Entwicklungen geht, ein Trendsetter, eine Art Avantgarde. Avantgarde heißt nichts anderes als Speerspitze in der absoluten Übersetzung. Und wir haben in Frankreich schon seit, würde ich sagen, ungefähr 20 Jahren eine sehr heftige Debatte, nicht nur jetzt in eine zivilgesellschaftliche, sondern auch eine parlamentarische Debatte, inwieweit die Globalisierung französisches Filmschaffen, französische Landwirtschaft, französisches Handelstreiben und so weiter belastet, in Gefahr bringt etc. Und als ich dieses Buch schrieb, fiel mir auf, dass im Französischen der Begriff Deglobalisierung bereits existiert als technischer Begriff, wo am Computer beim Rechtschreibprogramm keine Korrektur mehr erfolgt, weil der Begriff Demondialisation bereits ein akzeptierter Begriff auch für den Computer ist. Also Mondialisation, französisches Wort für Globalisierung. Globalisierung, Globalization, der Begriff kam in den frühen 1990er Jahren auf, vor dem Hintergrund damals natürlich auch der Veränderungen in der Kommunikation, das war etwas ganz Entscheidendes, und der Entwicklung zuvor im Finanzwesen, Deregulierung weiter Bereiche des Finanz- und Rechtswesens, 1980er Jahre, Stichwort Maggie Thatcher, Reaganomics, also das war ein wesentlicher Schritt, und zuvor würde man wahrscheinlich den Beginn der Globalisierung ansetzen können mit der Entwicklung des Containerverkehrs, also Schiffscontainer, in die man Waren aller Art, ob Lebensmittel, Rohstoffe oder Bauteile hineinstecken kann. Und diese Container können verfrachtet werden über den gesamten Globus, können auch gelagert werden. Also diese wesentlichen Etappen würden, wenn wir sie ansetzen, so von den 1960er Jahren, der Schiffsverkehr hatte sich entwickelt, Flugfracht, auch Container, war damals noch stark in angelsächsischer Hand. Wenn Sie heute in die großen Häfen Europas sehen, dann werden Sie vor allem Container mit, ich glaube, Costco Shipping ist das, ein großer chinesischer Staatskonzern. Also die Container tragen heute chinesische Schriftzeichen und nicht mehr englische, nordamerikanische Firmennamen. Und dann eben die Entwicklungen im Finanzbereich der 80er Jahre, Deregulierung vieler Vorschriften, was eben zu einer Erleichterung, manche würden auch sagen, zu einer vielleicht zu einem Wildwuchs des Finanzwesens geführt haben. Wir haben dann die Folgen gesehen, unter anderem 2008, 2009 mit der Finanz- und dann der Wirtschaftskrise und natürlich vor allem eben die Revolution im Kommunikationswesen der 1990er Jahre. Bill Clinton hat immer wieder gerne
angeführt in seinen Präsentationen, Reden, als er nicht mehr Präsident war. Als ich Präsident der Vereinigten Staaten wurde, gewählt wurde im Jahr 1992, Amtsantritt war dann 1993, gab es in den USA, ich kann jetzt nicht mehr genaue Zahlen nennen, aber waren es vielleicht 300.000 Internetanschlüsse. Als ich von meinem Amt zurücktrat im Jahr 2000, gab es Millionen. Ich kann jetzt nicht mehr die genaue Zahl nennen, aber er hat einfach darauf hingewiesen, was in diesen 8 Jahren seiner Amtszeit, der 1990er Jahre, an Internetzugang, an Geschwindigkeit, an Erleichterung der Kommunikation passierte. Spätestens, würde ich sagen, ab Ende der 1990er Jahre, vielleicht noch nicht für alle sichtbar, aber dann zu Beginn der Nullerjahre, also die letzten 2 Dekaden, können wir in vielen Staaten eine gegenläufige Tendenz bereits entdecken. Also Globalisierung als Begriff entstanden für uns alle im Sprachgebrauch eigentlich erst in den 1990er Jahren, Anfang der Nullerjahre, dass uns das bewusst wurde, dass es ein Teil des politischen Geschehens war, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob ein Reissack in China umfällt oder nicht, wie ein deutsches Sprichwort sagt, also fällt ein Reissack in China um, dann bewegt das die Welt. Das hat dann auch zu Gegentendenzen geführt. Und diese Gegentendenzen waren bereits zu Beginn der, also Mitte der 90er Jahre, aber dann Beginn der Nullerjahre immer stärker spürbar, vor allem in einem Land wie Frankreich, wo eben auch der Begriff der Demondialisation, der Deglobalisierung entstanden ist. Ein deutschsprachiges Computerprogramm, so ist es zumindest auf meinem Computer, wenn ich schreibe Deglobalisierung oder Entglobalisierung, korrigiert mich immer noch, weil es diesen Begriff noch nicht so kennt. Aber wir verwenden ihn schon immer, also zunehmend ist er einfach Teil unseres Sprachgebrauches. Wenn ich jetzt zurück erinnere an 2, 3 politische Entwicklungen, Ereignisse, die eine Zäsur auch gebildet haben, vor allem in der öffentlichen Debatte in Europa, Nordamerika teilweise auch, wie da die öffentliche Debatte in Russland verlaufen ist, habe ich jetzt nicht so vor mir, weil ich die nicht intern so verfolgt habe. Aber es gab zunehmend Kritik an dieser Situation, dass anything goes, ja, also da fällt mir jetzt nicht die richtige deutsche Übersetzung ein, dieses Wildwuchses, vielleicht wenn ich wieder diesen deutschen Begriff verwenden darf, niemand hat mehr den Überblick, den Durchblick, den Einblick. Und damit einhergegangen sind Ängste, die zuerst noch so diffus im Raum waren, die sich aber dann immer mehr gezeitigt haben bei Wahlergebnissen. Und mich hat dieses Thema bereits vor 10 Jahren zunehmend interessiert, weil diese Ängste spürbar waren. Ich habe das unter Studierenden gemerkt, die wussten bereits vor 10, 12 Jahren, es wird für sie schwieriger auf dem Arbeitsmarkt. Es wird für sie schwieriger, sich eine Basis, eine Wohlstandsbasis aufzubauen, von der aus sie dann vielleicht auch eine Familie ernähren können. Weil für viele Menschen, und das ist jetzt das Interessante vielleicht, in den letzten 10 Jahren gerade auch im Dienstleistungssektor der akademische Bildung voraussetzt, immer spürbarer war, es gibt viele Orte auf der Welt, wo dieselbe Arbeit, die Leistung noch billiger gemacht wird. Also Lohndumping im weiten Stile, das begonnen hat ja in den 70er Jahren mit der Auslagerung, Stichwort Englisch Offshoring, der industriellen Tätigkeit. Das hat begonnen im Textilsektor ganz, ganz stark. Also wenn ich jetzt ganz konkret von der österreichischen Wirtschaft sprechen darf, wir hatten in Österreich einmal eine sehr wichtige Textilindustrie, die ein wesentlicher Teil auch der Volkswirtschaft war. Diese Textilindustrie war unter anderem beispielsweise auch Grund für den Zuzug von Migrationsarbeitern aus der Türkei. In den 50er, 60er Jahren hat man ja sehr viele Migrationsarbeiter, man nannte sie damals noch nicht so, der eigentliche Begriff jener Zeit war Gastarbeiter, also sie waren zu Gast. Man dachte nicht, dass sie Familien nachholen würden, es war immer die politische Konzeption war, sie arbeiten hier für einige Jahre, verdienen Geld und gehen dann zurück in ihre Herkunftsländer. Die Herkunftsländer waren damals Jugoslawien und Türkei in erster Linie.
Dann kam es zum Familiennachzug und damit entstanden dann auch die bekannte Debatte, die Sie wahrscheinlich aus Deutschland und Österreich kennen. War es in Deutschland die Autoindustrie, die diese Sogwirkung hatte, diesen Zuzug, war es in Österreich vor allem die Textilindustrie. Nun haben wir die Textilindustrie in den letzten 40 Jahren ausgelagert. Also diese Auslagerung begann bereits in den 70er Jahren. Später dann die Schwerindustrie. Wir hatten auch einmal eine recht wichtige Stahlindustrie in Österreich. Aufgrund der Errungenschaften, der Innovation früherer Generationen. Ich sage hier Stichwort Voestalpine, die bis heute auch eine wichtige Rolle in der Forschung und Entwicklung spielt. Es wurde also Textilindustrie, es wurde Schwerindustrie, Stahlindustrie ausgelagert. Österreich verlor seinen einzigen Automobilkonzern, Steyr-Daimler-Buch, durch eine Auflösung auch dieses Konzerns, wurde aufgeteilt, in Teilen nach Deutschland verkauft. Und Österreich hat dann eigentlich nur mehr die Rolle des Zulieferers in dem einst so wichtigen Zweig der Automobilindustrie gehabt. Also wir erlebten hier, das ist so eine Erinnerung auch meiner Kindheit, Industrie, Manufaktur verschwindet aus der Statistik, aber verschwindet auch aus dem Stadtbild, weil wir genau ja auch diese ehemaligen Manufakturbetriebe waren ja auch Teil eines Stadtbildes. Ja. Es gab kleine Industriebetriebe, die Teil der Stadt waren. Nicht unbedingt jetzt der touristischen Innenstadt, aber Teil der Vorstadt. Das ist verschwunden, man sah die Industrieleichen. Ab Ende der 1990er Jahre wurde zunehmend spürbar, dass Globalisierung auch die sogenannten Dienstleistungs-, die akademischen, höher, besser bezahlten Berufe etc. erfasst hat. Also im Englischen haben wir diese ganz interessante Zweiteilung zwischen White Collar und Blue Collar, also industriell oder eben angestellt und Arbeit. Was passiert in den 1990er Jahren? In Mitteleuropa haben viele mittelständische Betriebe, ob jetzt Banken, Versicherungen, Bereich Baumärkte beispielsweise, haben das Eldorado der Ostöffnung sehr gut nützen können, um aus mittelständischen Betrieben größere Betriebe geradezu Marktführer in bestimmten Bereichen machen zu können. Und die Öffnung Mitteleuropas, also Österreich war hier besonders gut positioniert, Deutschland genauso. Frankreich hat sich dann vor allem eben auch mit Auslagerungen in Richtung Rumänien beschäftigt und Polen. Aber wenn wir jetzt so denken, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, hier war also diese sogenannte Ostöffnung hat wirklich einen gewaltigen Auftrieb deutschen, österreichischen und anderen Betrieben gegeben, weil erstens wollte man diesen Markt sozusagen bedienen, ein neuer Markt, der da war. Und zweitens hat man auch von diesen neuen Märkten profitiert, um auch hier Auslagerungen vorzunehmen und hier dann teilweise auch in der Industrie, aber zunehmend auch im Dienstleistungssektor. Beispiel, große österreichische Banken, Raiffeisen, Sie kennen sie, ist glaube ich in Russland sehr, sehr stark vertretene Bank, Raiffeisen, Erste Group, die Deutsche Bank, Société Générale, all diese Banken, die sehr, sehr stark nach Osten gegangen sind, viel stärker als angelsächsische Banken, die sich zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr stark nach Asien wandten. Diese Banken haben dann auch begonnen, ihre, was ist jetzt das richtige Wort für Callcenter? Ich versuche immer in einer Sprache zu bleiben. Diese Verbindungszentren, also Sie wissen, was ich meine, aber mir fällt jetzt ehrlich gesagt gar nicht der richtige deutsche Begriff für Callcenter ein. Die wurden beispielsweise nach Tschechien, nach Ungarn verlagert, möglicherweise noch immer weiter nach Osten, wo es halt billiger wurde für die Dienstleistung. Tätigkeiten wie Buchhaltung, Finanzrechnung, bis hin zu Rechtsabteilungen hat man ausgelagert an Dienstleister in den sogenannten neuen EU-Mitgliedstaaten, weil es einfacher war und günstiger. Und das alles hat dann zur Folge gehabt, das war so meine Beobachtung, einer tiefen Verunsicherung. Und es gibt im Deutschen, in keiner anderen Sprache ist mir das bekannt, aber Sie kennen das sicherlich, das deutsche Wort Angst. Angst ist sehr viel mehr als Furcht.
Also ich fürchte etwas ganz Konkretes. Bei fürchten brauchen Sie immer ein Objekt. Ich fürchte mich vor dem Hund oder ich fürchte die Krankheit. Aber Angst ist ein ganz spezielles, würde ich sagen, in der deutschen Sprache und damit auch in der deutschsprachigen Mentalität verankertes Konzept, die diffuse Angst. Ja? Also da ist etwas, das könnte uns gefährlich werden. Wir wissen nicht genau, wir können es nicht genau benennen, aber es verschafft ein Unbehagen. Und dieses Unbehagen war gegründet eben auf Unsicherheit. Alle stehen mit allen in einem dauernden Wettbewerb. Irgendjemand macht es billiger. Und eben in allen Arbeitsbereichen, nicht nur in der Industrie, die bereits weg war, sondern eben auch im Bereich der Dienstleistung. Als sich dann beispielsweise auch im Tourismus in den letzten 5 Jahren die neuen Plattformen entwickelten, wie Booking.com oder dieses anstatt nicht mehr besitzen, sondern teilen, also siehe Airbnb, Uber etc., hat das ganz konkret auch im Bereich der Beherbergungsbetriebe, des Fremdenverkehrs, auch für eine große Unruhe gesorgt. In Österreich, ähnlich wie in Italien, Griechenland, ist ein hoher Prozentsatz unseres Bruttonationalproduktes, also der Volkswirtschaft, wird, ich glaube, zu fast 20% über Fremdenverkehr geschaffen. Sind auch sehr, sehr wichtige Steuerzahler. Und hier war dann eben auch ein wachsende Unruhe, Protest, naja, wie geht das weiter? Wir zahlen Steuern, die ihre Wohnungen vermieten, Airbnb und so weiter, zahlen keine Steuern. Also auch hier ist vor dem Hintergrund dieser globalen Leichtigkeit, wohin zu kommen, sich eine Wohnung zu mieten, sehr günstig, wiederum als Konkurrenz zu Hotels, Apartmentvermietern, die offiziell einen Gewerbeschein brauchen, die eine Konzession brauchen, die Steuern zahlen müssen, Taxen. Also das alles hat zu weiteren Verunsicherungen geführt. Jetzt im Mai 2020, in dem wir in diesem intensiven Online-Kontakt stehen, sind wir alle mittendrin in einer gewaltigen Zäsur, wo wir seit spätestens 2,5 Monaten spüren, mit der Gesundheitskrise, mit der Pandemie, ist ein weiterer Schub für diese Debatte, wohin geht die Globalisierung, ist die Globalisierung zu Ende, führt. Also viele Magazine, viele Talkshows im Fernsehen führen diese Thematik auf ihrer Agenda. Und wir können dann gerne jetzt in der Folge, ich werde demnächst jetzt meinen Diskurs beenden, aber dieser neue Schub mit der Pandemie hat diesen Diskurs beschleunigt. Das war, wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, was auch so zwischen Mitte März und jetzt innerhalb der Europäischen Union sich abgespielt hat. Die Lockdowns, das Abschließen, die Quarantänemaßnahmen erfolgten zwischen Mitte März und der 3., 4. Märzwoche völlig ungeordnet. Da gab es keine Koordination auf EU-Ebene. Das hat jedes Land für sich beschlossen. In Deutschland war es sogar im Sinne des Föderalismus, hat es jedes Bundesland selbst gehandhabt. Als klar wurde, es gibt, aus der Quarantäne wird man sich wieder herausbewegen, hat die Europäische Kommission, hat Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, gesagt, aber jetzt müssen wir als Europäische Union das mittragen, mitkoordinieren. Wie werden die Grenzöffnungen funktionieren? Wird es einen Tourismus wieder geben und so weiter? Hier hat sich die Kommission bemüht, das zu begleiten, aber letztendlich sehen wir auch bei dem Ende der Quarantänemaßnahmen, dass letztendlich nationale oder auch föderale Maßnahmen viel, viel stärker sind als die der 27 insgesamt. Zwei Gedanken noch, die ich vorhin vergessen habe einzufügen. Als ich mein Buch schrieb im Jahr 2012, hat sich vieles vielleicht noch nicht so klar gezeigt, aber für mich hat es sich zumindest abgezeichnet, weil ich eben hier die französische Debatte beobachtete, weil ich auch das eben aus dem Unterricht merkte, die Globalisierung wird nicht mehr so schnell
ihre Geschwindigkeit halten, sondern ich habe vermutet, dass es hier eben zu Deglobalisierungstendenzen kommen könnte. Und wie gesagt, im Französischen gab es dafür bereits vor 10 Jahren den Begriff der Demondialisation. 2016, Brexit-Abstimmung in Großbritannien im Juni 2016, Wahl von Donald Trump im November 2016. Hier ist zum ersten Mal diese Frage, wie geht es mit der Globalisierung weiter, stärker hochgekommen. Ja, es war noch nicht so massiv, wie wir es jetzt gerade erleben, aber es war trotzdem ein politischer Diskurs, der stattgefunden hat. Essays wurden darüber geschrieben. Der Slogan, mit dem Donald Trump in den Wahlkampf ging im Herbst 2016, lautete Bring back production to America. Bring it back home. Das war einer seiner wesentlichen Slogans. Einer der wesentlichen Slogans des Brexit-Referendums für den Brexit war Gain back control. Also wieder die Übersicht gewinnen, Kontrolle haben. Das, was wir an diesen beiden Slogans sehen, hat sich 4 Jahre später, würde ich sagen, verdichtet. Es ist spürbarer geworden. Es war nicht ein britischer Ausnahmefall. Es war meines Erachtens nicht ein Unfall der Geschichte, sondern es war eine Grundtendenz da, die sich seither verdichtet hat. Und ich habe das auch in meinem Buch Die zersplitterte Welt eben als wesentliche These geschrieben. Es ist aufgrund dieser vorhin beschriebenen diffusen Sorge, Angst, der Wunsch der Menschen da, die Dinge wieder zu überschauen, Kontrolle zu erhalten. Ganz konkrete Auswirkungen wird das jetzt auch noch im Jahre 2020 im Bereich der Lieferketten haben. Egal in welche Richtung Sie schauen in der Industrie, die großen Beratungsunternehmen, Ernst & Young, McKinsey und so weiter, sie alle schreiben im Moment Dokumente unter dem Titel Rethink the Supply Chains, also die Lieferketten neu durchdenken, neu aufstellen. In der Europäischen Union hören wir regelmäßig die Aufforderung, wir müssen in der Europäischen Union weniger abhängig werden von China, vor allem was die Pharmaindustrie anbelangt, aber es geht auch in andere Bereiche hinein. Das heißt, dieser Wunsch nach Backshoring, nach wieder zurückholen von industrieller Produktion, die ausgelagert war, ob nach Asien, ob nach Rumänien, ob mittlerweile auch Kenia, Ruanda, also auch auf dem afrikanischen Kontinent, da besteht da und dort der Wunsch, wie können wir das wieder zurückholen? Und wir können gerne über diese Frage noch eben in der Lieferketten dann ein bisschen stärker sprechen, aber ich werde jetzt hier mal aufhören und freue mich auf Ihre Fragen. So, danke sehr, sehr geehrte Frau Kneißl. Ich glaube, jetzt haben das Wort unsere Studierenden. Denn im Grunde genommen war es eigentlich Ihre Idee, so ein Treffen zu organisieren. Unser Studentenwerk Deutschland Studienclub ist sehr aktiv, im vollen und im guten Sinne des Wortes. Und an der Spitze steht Masterstudent der Fakultät für internationale Beziehungen, Alexander Davidow. Er hat jetzt das Wort und er erklärt zunächst kurz die technischen Einzelheiten, wie sich die Teilnehmenden zu Wort melden können. Ja, bitte, Alexander, sind Sie bereit? Ja, danke sehr. Ja, bitte schön. Danke sehr. Alexander, freue mich. Guten Tag, Frau Kneißl. Im Namen des ganzen Deutschen Studienclubs würde ich sehr gerne einen herzlichen Dank. Für Ihre Vorlesung aussagen. Wir sind auf diese Idee gekommen, mit Ihnen eine Veranstaltung auf Deutsch durchzuführen, während Ihrer Vorlesungen zum Thema Ölmärkte, die Sie jetzt uns auf Englisch halten, aber immer wieder einige Begriffe ins Deutsche übersetzen. Und jedes Mal, wenn wir diese Stichwörter auf Deutsch hören, haben wir mehr Lust darauf, mit Ihnen auf Deutsch zu sprechen. Und wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie zusammen mit dem Lehrstuhl für deutsche Sprache, zusammen mit der ganzen Leitung der Universität unsere solche Träume ins Leben gerufen haben. Ja? Na gerne. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Ich werde ein paar Worte sagen, wie man sich zum Wort melden kann. Sehr geehrte Teilnehmer, einen Begriff hier Uczestniki oder Teilnehmer, und dort stehen kleine blaue Hände. Sie können also Ihre Hand aufheben, ja, um sich zu Wort zu melden. Und dann werden wir
wenn wir diese Personen nennen. Ja, wir haben zum Beispiel Vlasov Artem, der schon seine Hand aufgehoben hat. Bitte sehr. So, danke. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Kneißl. Ich heiße Artem Vlasov, ich bin Masterstudierender der Fakultät für internationale Beziehungen. Ich schreibe eine Forschungsarbeit zum Thema österreichische Außenpolitik. Ja. Und ich bin froh, diesen Anlass zu benutzen, um Ihnen eine Frage zu diesem Thema zu stellen. Gerne. Meine Frage ist folgende. Welche Rolle spielt Österreich in der EU und in den Prozessen der Globalisierung? Und welche Instrumente nutzt das Land innerhalb der EU, um seine außenpolitischen Interessen zu verteidigen? Gehört dazu auch österreichische Neutralität? Mhm. Vielen Dank, Herr Vlasov, für diese interessante Frage. Ich darf mal mit zwei kurzen Fakten antworten. Auf dem sogenannten Globalisierungsindex, das ist eine Auflistung jener Volkswirtschaften, die am stärksten in die globale Weltwirtschaft eingebunden sind, ist Österreich auf Platz Nummer 7. Ich glaube, Platz Nummer 1 ist die Schweiz, aufgrund ihrer Großkonzerne wie Nestle und so weiter. Also wir haben damit eine sehr starke Globalisierungsverbindung, was wir auch immer gerne als sehr positiv befürwortet haben. Ja. Ich würde mal sagen, bis zum 12. März, weil oder vielleicht auch schon bis zum Ausbruch der Pandemie in China, die ja also offensichtlich wurde damit Mitte Januar. Oder um es auf österreichisch zu sagen, mit Mitte Jänner, weil wir ja den Januar als Jänner bezeichnen. Und da war das schon bereits sehr stark spürbar, dass viele österreichische Firmen den ersten harten Wind im Gesicht spürten aufgrund der Veränderungen in der chinesischen Volkswirtschaft im Jänner. Also vieles war gestoppt, Flüge wurden sehr rasch gestoppt nach China, Geschäftsreisen, Automobilindustrie. 60% der deutschen Automobilindustrieumsätze werden in China getätigt. Die österreichische Zulieferindustrie hat 300.000 Arbeitsplätze, die vom Zustand der deutschen Automobilindustrie abhängen. Das heißt, aufgrund dieser starken Exponiertheit gegenüber der Globalisierung, was man immer als sehr positiv gewertet hat, waren aber dann auch die ersten Verwerfungen sehr, sehr stark spürbar bereits. Also das hat man gemerkt, bis hinein in den Tourismus, weil von einem Tag auf den nächsten blieben die chinesischen Touristen aus, die mittlerweile auch eine zunehmend wichtige Klientel sind. Chinesische, indische, asiatische Touristen, ich glaube, wir haben über 1,5 Millionen Übernachtungen aus China in Österreich, also das spielt eine zunehmende Rolle. Die fehlten bereits im Januar, Februar und dann mit 12. März Lockdown bei uns auch, mit all den Folgen. Mittlerweile kennen wir die Verwerfungen, die riesige Krise, die das Ganze mit sich gebracht hat. Das heißt, in der Globalisierung war und ist Österreich de facto immer noch eine sehr wichtig verwoben, aber zugleich natürlich auch sehr verwundbar. Also wir haben nicht den Binnenmarkt, den vielleicht Frankreich hat, den jedenfalls China hat, oder den andere Staaten, die größer sind oder wo ein größerer Bedarf auch ist an Produktion oder was auch immer unter den eigenen Konsumenten. Wir brauchen den internationalen Austausch bis hin zum Tourismus. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, der Tourismus leidet in Österreich gewaltig. Sind wir nicht die Einzigen. Das gilt genauso für Länder wie Italien, Türkei, Griechenland. In Österreich 70% der Erlöse im Tourismus werden gemacht durch ausländische Gäste. Wenn die nicht reisen können oder nur mit Gesundheitszeugnis reisen können, also dann sehen wir, wie sich das alles jetzt noch entwickelt, aber ich fürchte, es wird diese Tourismussaison nicht stattfinden. Und ich kenne zwei, drei Hoteliers ein bisschen besser, die sind verzweifelt. Also da ist natürlich auch eben eine Verwundbarkeit da, weil wenn Sie jetzt sagen könnten, naja,
der Tourismus ist für uns wichtig, aber ich sage jetzt einmal Hausnummer, 60% des Tourismus wird durch Inländer getätigt, dann hilft das mehr, weil dann könnte man das, diese aktuelle Situation leichter handhaben, weil man hätte jetzt schätzometrisch nur 40% Verluste, so hat man 70% Verluste. Das so viel zur Globalisierung und unserer Verwebung, unserer Verwicklung in die Weltwirtschaft. Was nun unsere Rolle in der Europäischen Union anbelangt und wie wir hier unsere außenpolitische Linie, die ja de jure immer noch von der Neutralität geprägt wird, ich würde sagen auch heute wieder mehr als vor 20 Jahren. Also ich erinnere mich an die politische Debatte unter Bundeskanzler Schüssel zwischen 2000 und 2005, 2006, gab es eine sehr, sehr starke Debatte, die Neutralität ist nicht mehr zeitgemäß. Die Neutralität wurde geschaffen vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. Wir müssen die Neutralität neu denken. Wir sind in der Europäischen Union, wir sind Teil einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bis hin zum NATO-Beitritt. Also es gab vor 20 Jahren aufgrund der Umfragen damals eine, schwer zu sagen, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf und müsste das nachsehen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so von der Erinnerung her würde ich meinen, eine 50-50-Situation. Wobei die veröffentlichte Meinung, also sprich Redaktionen und die politische Debatte eher war weg aus der Neutralität hinein in die NATO. Das hat sich dann gedreht, meines Erachtens, als die NATO verstärkt ihre Out-of-Area-Einsätze begann, sprich Afghanistan vor allem. Hier hat man zwar über die Partnerschaft für den Frieden, wo Österreich eben mitwirkte, früher mehr, heute weniger, aufgrund des türkischen Vetos, aber da glaube ich, das war so meine Beobachtung damals, waren viele, die vorher noch gerufen haben, weg aus der Neutralität, recht froh, dass keine Verpflichtung bestand, in Afghanistan Geld, Menschen etc. zu verlieren. Ja? Afghanistan war so ein bisschen ein Weckruf. Sind wir ganz froh, dass wir sozusagen jetzt keine Verpflichtungen haben, hier mitzuwirken. Innerhalb der Europäischen Union, wir sind 5 oder 6 Staaten, glaube ich, die jetzt nicht NATO-Mitglieder sind und in der EU. Also der Gros, über 20 EU-Mitglieder sind auch NATO-Mitglieder. Ich wusste, bevor ich Ministerin wurde, dass das einen Unterschied macht, ob man NATO-Mitglied ist oder nicht NATO-Mitglied. Aber es war dann für mich ganz interessant, mit allen, wenn ich so sagen darf, 5 Sinnen, also es geradezu haptisch zu erfahren, wie stark dieser Unterschied ist, weil bestimmte Kommunikation, Abklärung, Konsensfindung eben auch in NATO-Gremien stattfindet. Und da geht es jetzt nicht um Sicherheitspolitik, da geht es auch um Energiepolitik, weil Energiepolitik zunehmend als Teil einer größeren Sicherheitspolitik gesehen wird. Und da hat man dann schon manchmal den Eindruck, man ist nicht am gleichen Informationsstand. Was ich ein bisschen bedauerlich finde, weil man eben innerhalb der Europäischen Union dann so ein bisschen, hab ich zumindest den Eindruck gehabt, als hätte man eben, ja, wäre man in einer anderen Kategorie. Und für mich war das interessant. Ich will das jetzt nicht weiter werten und ausführen. Aber ich empfand es als interessantes dann auch eben Erlebnis, wo man steht und in welchem Umfang man dann vielleicht mitwirkt oder vielleicht auch ernst genommen wird. Natürlich ermöglicht die Tatsache, dass man keinem militärischen Bündnis angehört, auch leichter den Zugang als Vermittler angefragt zu werden. Also ich habe immer gesagt, als Vermittler drängt man sich nicht auf, als Vermittler wird man gefragt. Und es gibt mehrere Formen der Vermittlung. Die leichteste und das, was Österreich oft gemacht hat, war zu sagen, kommen Sie nach Wien, kommen Sie nach Salzburg oder wo auch immer und treffen Sie einander. Also Erinnerung, Kennedy-Khrushchev in Wien, 1900, ich weiß nicht, war das 50er Jahre, später war es Jimmy Carter und noch einmal Brezhnev, glaube ich. Das waren diese Treffen des Kalten Krieges, UNO-Sitz. Iran-Abkommen, das wurde zwischen Genf und Wien verhandelt, aber wir hatten eigentlich ab den 70er, 80er Jahren nicht mehr diese aktive
Vermittlerrolle, die Bruno Kreisky noch eingeführt hatte, dass man wirklich eben jetzt ein professionelles Team von Verhandlern zusammenstellt und sagt, die organisieren jetzt zwischen Israel und der PLO etwas, ja, Gefangenenaustausch, humanitären Austausch, Iran-Irak-Gefangenenaustausch, also humanitäre Diplomatie, das machen wir in diesem großen Umfang, wie es unter Kreisky noch in den 70er, 80er Jahren war, eigentlich nicht mehr. Also ich habe hier als Außenministerin, wollte ich in diese Richtung auch wieder etwas öffnen, vor allem im Bereich Entminung, hier ein größeres Budget aufstellen. Das hat sich dann alles bedauerlicherweise zerschlagen vor genau einem Jahr mit der Auflösung der Regierung. Sich in der Europäischen Union einzubringen, sie brauchen letztendlich immer Partner. Also sie können jetzt nicht eine Idee einfach nur so ventilieren und in den Raum werfen. Wichtig ist es, für Ideen, für Vorschläge Partner zu gewinnen, bevor man diese Idee hineinbringt, ja. Und zum Beispiel für das Entminungsprogramm hatte ich als Partner gesucht Slowenien und Deutschland, um hier stärker tätig zu werden. Ich habe da wirklich akribisch dran gearbeitet, weil mir klar war, es bringt nicht viel, wenn wir nur was ankündigen. Wir müssen da die Mittel haben, wir brauchen die Techniker, wir brauchen aber auch mindestens 2, 3 wichtige oder andere Regierungen, nicht nur wichtige, sondern überhaupt Partner, die das unterstützen. Und das ist meines Erachtens ein entscheidendes Element, dass etwas gelingt. Vielen Dank gerne. Für eine ausführliche Antwort. Sehr gerne. Ja, danke sehr für diese umfassende Antwort. Auch wirklich interessant, dass Sie auch die Geschichte aus die Frage von der historischen Perspektive angenommen haben. Ja, und weiter haben wir eine Frage von Jelisaweta Marskaya. Ja? Guten Tag, Frau Kneißl. Ich heiße Elisaweta Marskaya und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, die Sie immer wieder für die Studierenden finden. Ich war bei Ihrer letzten Vorlesung im Dezember und ich habe sogar ein Buch von Ihnen bekommen. Ich studiere hier den internationalen Journalismus und ich habe die folgende Frage. Sind Sie zufrieden, wie die österreichischen Medien mit dem Coronavirus umgehen? Und wie sollen die Medien auf die Corona-Pandemie reagieren und in dieser schwierigen Zeit berichten? Mhm. Vielen Dank für diese hochinteressante Frage. Also ich würde sagen, die Corona-Epidemie hat alle am falschen Fuß erwischt. Weil wenn jetzt ganz genau auf Ihre Frage hin, wie viele wirkliche Wissenschaftsjournalisten gibt es in Medien? Wie viele? Also es gab einmal Wissenschaftsjournalisten, aber die sind schon längst in Pension oder mussten irgendwo anders dann ihr Leben organisieren. Vielleicht sind sie auf eine Uni gegangen oder was auch immer. Weil Wissenschaftsjournalismus, das hat eigentlich niemanden interessiert. Ja, jede Redaktion hat mehr Geld hineingesteckt in die Sportredaktion als in die Wissenschaftsredaktion oder in die außenpolitische Redaktion. Das interessiert leider auch niemanden. Also die Sportredaktionen, teilweise die Kulturredaktionen in Österreich, das ist eine Ausnahme teilweise, aber Außenpolitik, Kultur, Wissenschaft, Sport, ja, Chronik, ja. Und da war einfach eine, da hat man gemerkt, die dann drüber schreiben mussten, hatten ihre Probleme, weil sie müssen einmal diese Informationen, die Experten geben, einordnen können. Und sie müssen vor allem, was ja das Allerwichtigste ist, wenn man als Journalist arbeitet, die richtigen Fragen stellen können. Ja? Sie müssen das Thema so beherrschen, dass wenn sie in einem Interview, ob jetzt in einer Live-Schaltung am Fernsehen oder in einem Hintergrundinterview oder in einer Pressekonferenz von Medizinern, sie müssen das ja einordnen können. Und man hat gespürt, dass das niemand einordnen konnte, dass viele sprachlos waren, wo soll ich jetzt sozusagen nachhaken, die nächste Frage stellen, um sozusagen die erste Frage auch logisch weiterzuführen. Das war sehr, sehr schwierig für viele. Und letztendlich wurde in Österreich die gesamte, würde ich sagen jetzt auch mediale Begleitung dieser Thematik
in erster Linie durch Pressekonferenzen von Vertretern der Bundesregierung gemacht. Also ich habe vor ein paar Tagen gelesen, mittlerweile gab es 75 Pressekonferenzen, also jeden Tag mehrere, was meiner Wahrnehmung ist, und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, ein bisschen sehr viel war. Weil damit machen sie natürlich auch die politische Erklärung durch einen Regierungschef, durch wichtige Minister, ein wenig inflationär. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich gewesen, aber ich will jetzt hier nicht nachträglich der Regierung oder wem auch immer Ratschläge erteilen. Nur wenn man vielleicht etwas daraus lernen kann für eine weitere Situation, es ist, glaube ich, hilfreicher, wenn man Koordinatoren hat, Personen, die nicht über eine solche Thematik Stimmen gewinnen müssen oder Stimmen verlieren könnten, politisch gesprochen. Also der unmittelbare Wähler-Connect, der damit vorhanden ist. Ich habe ganz zu Beginn einmal, ich hatte nichts mit der Regierung mehr zu tun seit Juni letzten Jahres. Ich bin wieder in meinem freien Schaffen und bin da sehr zufrieden. Nur wie diese Krise war, habe ich mir gedacht, es ist jetzt vielleicht auch so etwas wie eine Bürgerpflicht, sage ich einmal, sich zur Verfügung zu stellen, theoretisch. Ich habe gesagt, ich bin da, wenn man meine Hilfe braucht, stehe ich zur Verfügung. Und ich habe das auf Länderebene gemacht, nicht jetzt sozusagen auf der großen Regierungsebene, sondern gegenüber dem Bundesland, in dem ich lebe. Ich lebe nicht in Wien, ich lebe etwas außerhalb. Und gegenüber der Bezirksverwaltung. Ich habe gesagt, wenn man meine Hilfe braucht für Koordinationstätigkeit oder was auch immer, ich stehe zur Verfügung ehrenamtlich, ja, also im Sinne einer Bürgerpflicht. Ich habe dann gemerkt, ziemlich bald, da war überhaupt kein Interesse. Es lief alles über ein mediales Krisenmanagement wesentlicher Regierungsspitzen. Und ich würde es sinnvoller finden, wenn man also hier, ich sage jetzt einmal Beispiel, pensionierte hohe Beamte, Menschen, die nichts mehr werden wollen, ja, die jetzt auch nichts zu verlieren haben oder nichts zu gewinnen haben. Und wenn Fehler passieren, dann ist das alles halb so dramatisch, wie wenn jetzt eine exponierte politische Person Fehler macht. Ja. Das heißt, Krisenmanagement, Sie können natürlich immer im Krisenmanagement politisch gewinnen, aber Sie können auch politisch verlieren. Und das, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass eine zunehmende Unruhe, ich kann jetzt nur für Österreich sprechen, ja, weil wir sind wirklich, das finde ich ja das Interessante und Bedauerliche, auch ich, die ich viele internationale Zeitungen lese und mich dafür interessiere, was jetzt im anderen Rest, ich lese in der Früh meine libanesischen Zeitungen, weil ich wissen will, was im Libanon los ist, aber auch ich spüre an mir selbst, wie ich ein bisschen immer mehr versinke ins Lokale, ins Provinzielle, ins Nationale, weil diese Krise so beherrschend ist. Ja? Plus der Tatsache, dass man nicht verreisen kann. Also ich lebe 20 Kilometer von der ungarischen Grenze und für mich war es ganz normal, hinüberzufahren, schwimmen zu gehen, in eine Therme zu gehen, die haben dort wunderschöne Thermen, oder in Schopron essen zu gehen. Das alles ist im Moment nicht möglich und man hat das Gefühl, man ist fast wie auf einem eigenen Planeten unterwegs, ja. Gerade wenn man auch in einem sehr kleinen Land lebt. Und das ist für mich ein neues Gefühl, weil Mobilität Teil meines Lebens immer war, wie für viele andere. Und gut, man stellt sich darauf ein, aber man weiß nicht, wie lange das Ganze noch andauert. Und jetzt spürt man in der Bevölkerung und auch in den sozialen Medien und in den Kommentaren zu den diversen Artikeln, Pressekonferenzen der Regierung, man spürt eine zunehmende Unruhe, Kritik, Frustration. Also war die Bevölkerung ist gestanden, würde ich mal sagen, zu 90% nationaler Schulterschluss in den ersten fünf Wochen. So ungefähr bis 1. Aprilwoche. Hätte man, es ist immer so leicht, sozusagen im Konjunktiv zu sprechen, ich will jetzt wirklich hier niemanden konkret kritisieren oder so, aber das ist das, was so auch aus Diskussionen mit Freunden heraushörbar ist, schneller den Menschen wieder Perspektiven geben. Das, was ich jetzt, und damit möchte ich die Antwort dann auch schon abschließen, weil ich hier vielleicht auch etwas zu weit aushole,
Ich finde es gegenwärtig fatal, wenn auch wieder medial verkündet wird, Achtung, im Oktober haben wir die zweite und die dritte Welle. Also das schafft eine solche Verzweiflung. Ja? Dann gibt es glücklicherweise auch Stimmen, die sagen, bitte, das ist nicht zumutbar. Ärzte, Mediziner, der Präsident der Ärztekammer hat vor 3 Tagen sehr richtig gesagt, es kann kein zweites Lockdown geben. Aber wenn man dann eben mit der zweiten und dritten Welle kommt, kommt sie nicht, ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt auch eher jemand dafür, dass man die Fakten direkt anspricht. Nur man muss auch immer ein bisschen im Gefühl haben, in dieser Verzweiflung, in der jetzt Millionen sind, weil ihnen alles weggebrochen ist, ja, wir haben eine gewaltige neue Arbeitslosigkeit in Österreich. Wir können wahrscheinlich demnächst über 1 Million Arbeitslose haben. Und das ist viel von 4 Millionen, die im Erwerbsleben stehen. Also das ist dann wirklich 25%, müsste man fast sagen, wenn da manches noch weiterhin sich so entwickelt. Dann muss man den Menschen auch dazwischen Perspektiven geben. Ja? Im Sinne von, machen wir weiter, machen wir den Neustart und nicht im Oktober kommt die zweite Welle. Also das ist ein... Und ich bin selber, wie gesagt, eher eine Kassandra, ja. Ich bin eher ein Skeptiker. Ich bin kein geborener Optimist. Ich bin ein skeptischer Mensch. Aber ich habe auch immer versucht, in Situationen, wo ich gemerkt habe, mein Gegenüber, ob das jetzt ein Publikum aus Studenten oder ein anderes ist, wie ich Außenministerin war, braucht in diesem Moment eine andere Botschaft, dann muss man einfach auch diese andere Botschaft irgendwie vermitteln, ohne jetzt in Propaganda, Lügen oder was auch immer zu verfallen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für solche ausführliche Antwort. Gerne. Danke sehr. Ich denke, es ist ziemlich bemerkenswert, dass die Studierenden ihre Fragen stellen, die mit ihrer Forschung an der Uni verbunden ist. Und ich denke, dass ihre Antwort auch den Studenten helfen wird, weiter mehr Verständnis zu schaffen in diesem wichtigsten Forschungsthemen. Sehr gerne. Ja, meine Katze ist gerade über den Schreibtisch gekommen. Die will jetzt mitmachen. Ja, wunderbar. Wir bekommen jetzt auch Fragen von den Menschen, die uns Genau, ja, Frau Kneißl, wir haben auch eine Frage in sozialen Netzwerken bekommen und da fragt auch eine GEMO-Absolventin, möchte auch wissen, wie Sie die wirtschaftlichen Aussichten Österreichs sehen. Tourismus allein ist doch kein strategischer Zugpferd, so schreibt unsere Absolventin, und wie könnte sich Österreich strategisch profilieren unter solchen Umständen? Sehen Sie strategische Möglichkeiten der wirtschaftlichen Kooperation mit Russland oder mit der eurasischen Wirtschaft? Also ich möchte da jetzt nicht der Ratgeber für irgendjemand sein, aber ich habe vorhin kurz erwähnt, wie ich über diese Einführung der Globalisierung gegen Globalisierung gesprochen habe. Vor 20 Jahren haben wir unsere letzte Autoindustrie verloren. Ja, wir hatten mal Steyr Daimler Buch. Ich habe mir damals gesagt, ich war ganz frisch Journalistin, ich habe für die Welt damals geschrieben und mich hat dieses Thema sehr interessiert, was wird aus Steyr Daimler Buch? Und ich fand es, das sind jetzt die Hunde, die Bellen. Und ich fand es damals bedauerlich, dass hier dieser Ausverkauf von Wirtschaft stattgefunden hat. Ja? Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, reine Theorie, dass man versucht, wieder in dem einen oder anderen Bereich Technologieführer zu werden und das auch industriell umsetzt. Ja? Also nicht nur sich reduziert auf Zulieferung. Was ihr Gast aus den sozialen Netzwerken hier gesagt hat, ja, Tourismus unendlich verwundbar. Ich habe es auch immer so gesehen. Ich bewundere alle, die in der Beherbergung, im Tourismus, in der Gastronomie tätig sind, weil das ist ein schwieriger Wirtschaftszweig, fordert sehr, es wird immer schwieriger, Personal zu finden. Und sie sind verwundbar. Sie sind verwundbar über das Wetter. Auch der Klimawandel spielt hier hinein, wenn man den Wintertourismus betrachtet. Und wenn ein verregneter Sommer ist, kommen ihnen auch nicht die Leute. Also Wetterabhängigkeit, abhängig von der Geldtasche der Menschen. Ja, immer wenn die Wirtschaft schlechter wird, leisten sich die Menschen nicht mehr den Urlaub oder nicht mehr ins Restaurant zu gehen. Das ist das Erste, wo sie sozusagen sparen. Und jetzt haben wir mit dieser
mit dieser völlig neuen Situation der Immobilität, der Pandemie und allem, was ich vorhin ausgeführt habe, ist der Tourismus weltweit getroffen. Ja? Also wir sind abhängig zu 20%, aber wir sind vielleicht nicht so abhängig, wenn ich das jetzt mal vergleichen kann, wie vielleicht Italien. Ich habe da nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber was ich vor ein paar Tagen gelesen habe, hat Italien bereits jetzt im Frühling verloren, ich glaube, 20, 30 Milliarden Euro an Einnahmen. Man müsste die Zahl prüfen, ich habe es nicht genau im Kopf, aber es ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Also wir sind nicht ganz so abhängig wie Italien, aber wir sind abhängig genug. Und jetzt wäre sicherlich der Zeitpunkt zu sagen, warum schauen wir nicht, dass wir beispielsweise in der Mobilitätswende, die stattfindet, uns irgendwo wieder ein neues Standbein schaffen. Ich habe jetzt keine schlaue Idee ad hoc, aber ich glaube, es ist kein langfristig sicherer Weg, eben so stark im Dienstleistungsbereich abhängig zu sein, beziehungsweise diese Verwundbarkeit, die einfach da ist über den Tourismus. Da ist man verwundbar, ja. Da muss gar nicht erst eine Pandemie kommen, da ist man schon verwundbar über Probleme wie Klimawandel, Wetterveränderungen und so weiter. Ja, danke. Also ich bedanke mich im Namen unserer Absolventin. Also sie hat unsere Universität im Jahre 2009 abgeschlossen. Ja, war auch teilweise tätig und vielleicht beschäftigt sich derzeit auch in diesem Bereich. So, das, deshalb war die Frage genauso. Ja, danke sehr, Frau Knäße. Ja, wir haben eine Frage von Anna Barbajanova. Ja? Ja, Anna, bitte. Ja. Guten Tag, Frau Kneißl. Ich heiße Anna Barbajanova und ich studiere an der Fakultät für die angewandte Wirtschaft und Kommerz. Danke für Ihre interessanten Vorlesung. Ich würde gerne an Sie eine Frage stellen. Arbeitsmigration ist ein wichtiger Bestandteil des Globalisierungsprozesses. Während der aktuellen Krise stießen die europäischen Länder darauf, dass zum Beispiel der Landwirtschaftssektor ohne billige Arbeitskräfte geblieben ist, weil Arbeitsmigranten zurück zu ihren Ländern geschickt wurden. Ja. Ihrer Meinung nach, wie wird Europa wegen der Deglobalisierung den Bedarf an billigen Arbeitskräften erfüllen? Hm. Vielen Dank, auch das ist eine äußerst entscheidende Frage. Ich selbst lebe jetzt seit über 20 Jahren in einem Dorf, wir sind nicht viele, ja, ich bin 50 Kilometer außerhalb von Wien. Und das ist ein Dorf, das noch sehr, sehr stark von der Landwirtschaft lebt. Also insgesamt sind nur mehr, ich glaube, knapp 4% in Österreich Landwirte. Aber in diesem, meinem Dorf, in dem ich jetzt seit über 20 Jahren bin, würde ich sagen, ist die Landwirtschaftsquote, was den Erwerb anbelangt, bei circa 25-30%, so ungefähr, was sehr hoch ist. Also wir haben hier noch relativ viele Vollerwerbsbauern und noch viel mehr Nebenerwerbsbauern, die eine Teilzeitarbeit anderswo haben. Wir haben hier das Glück, dass wir ein Forschungszentrum in der Nähe haben, das ein wichtiger Arbeitgeber ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind die Landwirte in diesem Dorf, in dem ich jetzt lebe und wo ich auch im Gemeinderat war, wo ich viel mit den Landwirten zu tun hatte, privilegiert. Und ich habe über diese 22 Jahre, seitdem ich hier bin, auch beobachtet, genau diese Arbeitsmigration der Erntehelfer. In unserem Fall kommen sie im Frühling für meistens 6 Wochen, 2 Monate und dann noch einmal im Herbst. Wir haben hier vor allem Krautproduktion, das ist arbeitsintensiv, Weizen, das wächst von alleine mehr oder weniger, das können sie industriell machen. Aber Kraut, Gemüse ist arbeitsintensiv. Und genau für diesen Bereich brauchen sie Menschen, die bereit sind, diese Arbeit zu machen, die anstrengend ist, weil ich sehe das ja selber täglich, wenn ich hier unterwegs bin. Die sind um 5 Uhr am Acker, wir haben 30 Grad im Sommer oder mehr. Und das ist keine einfache Arbeit. Und als ich hier ankam, waren diese Erntearbeiter damals vor 22 Jahren vor allem aus Ungarn, aus Tschechien, aus der Slowakei. Dann hat sich dort viel geändert. EU-Beitritt und so weiter. Gehälter sind angestiegen. Die Menschen oder ihre Kinder, weil die damals gearbeitet haben, sind wahrscheinlich auch schon in Pension. Die Kinder waren nicht mehr bereit, aus Ungarn herüberzufahren und diese Arbeit zu machen. Mittlerweile kommen die Erntearbeiter, die hier tätig sind, aus Bulgarien und aus der Ukraine und aus Serbien auch. Ja, das hat viel einfach mit der Kaufkraft zu tun. Bulgarien ist
in der Kaufkraft, in dem Wirtschaftsvermögen, das ärmste EU-Land. Ja? Und wenn Sie ein Durchschnittseinkommen von, ich weiß jetzt nicht, 400, 500 Euro in Bulgarien haben, Möglichkeit der Mobilität innerhalb der EU, dann ist es einfach, ist Österreich das nächstgelegene, um hier eben Erntearbeit zu machen. Die Erntearbeit, das war ein Thema über die letzten Jahre schon, ist immer stärker aufgegriffen worden. Wir haben glücklicherweise, würde ich einmal sagen, nicht Verhältnisse wie die Nordafrikaner in Spanien, die, also da gibt es auch also, genug tragische Entwicklungen, aber es ist bedenklich genug, was da und dort passiert, weil diese Erntearbeiter schlecht bezahlt sind, oftmals zu anderen Arbeiten auch herangezogen werden, jenseits, also sie sind in einem Abhängigkeitsverhältnis. Ja, wenn sie dann auf diesem Hof arbeiten und der Landwirt sagt ihnen, naja, ich habe da noch diese Reparatur und das noch und mein Sohn baut Haus und arbeiten Sie mit. Also das ist nicht, das ist dann für diese Arbeiter manchmal schwierig, Nein zu sagen. Ja, die sind gekommen, um dort Gemüse zu pflanzen und müssen dann vieles anderes auch noch machen. Und das fand ich grundsätzlich nie in Ordnung. Das habe ich auch eben da und dort auch beobachtet. Jetzt haben wir die absolut verrückte Situation. Ja, also absurder geht es ja gar nicht mehr in diesem absurden Zustand, in dem wir da alle sind. Es werden Erntearbeiter, die vorher 2 Tage und eine Nacht mit dem Autobus unterwegs waren, um aus Bulgarien oder aus der Ukraine anzukommen per Autobus und mussten sich das alles selber zahlen und schwierige Umstände und so weiter. Jetzt werden sie per Charterflug eingeflogen. Ich meine, es ist, man muss sich das vorstellen. Ja? Sie werden eingeflogen, sie kommen teilweise in Hotels für 14 Tage, um zu schauen, dass also kein Ausbruch einer Corona-Krankheit, eines Covid oder was auch immer ist, ja? Um dann zur Erntearbeit herangezogen werden mit dem Argument ihrer temporären Arbeitsgeber. Wir kennen die seit 10 Jahren, die sind so tüchtig, die sind eingearbeitet und so weiter. Wir haben hier in Österreich eine starke öffentliche Debatte. Ja, warum machen das nicht die Arbeitslosen oder so? Ja, oder warum machen das nicht? Man hat versucht da und dort, ich weiß es von einigen Landwirten, die hatten, ob jetzt junge Flüchtlinge oder Arbeitslose, aber die haben gesagt, die waren einfach nicht fähig. Es hat nicht funktioniert. Unsere Serben, unsere Ukrainer, unsere Bulgaren oder was auch immer, mit denen wir seit 10 Jahren arbeiten, die können das, die kennen wir, die sind zuverlässig, die machen das, ja, die können selbstständig arbeiten. Das heißt, man spürt jetzt diese sogenannten systemrelevanten Berufe, wie das mittlerweile heißt. Ja. Also es sind, vielleicht erinnern Sie sich, im Jahr 2008, da gab es diesen Slogan, als die Banken gerettet werden mussten, too big to fail. Also man kann jetzt eine bestimmte Bank nicht pleite gehen lassen, die muss man retten. Dieses Thema haben wir jetzt nicht, aber wir sprechen von systemrelevanten Berufen. Und das sind nicht die Banker, das sind nicht die Unternehmensberater, das sind auch nicht einmal die Lehrer im Moment, ja, sondern das sind die Krankenpfleger, das sind die Erntehelfer, das ist die Müllabfuhr. Das sind die Leute in den Supermärkten, die an der Kasse sitzen und die Regale füllen. Das waren in den letzten 2 Monaten spürbar, neben den Medizinern, pardon, die habe ich natürlich vergessen, ja, Mediziner, Krankenpfleger und so weiter, ganz klar. Aber da hat man gemerkt, das sind die systemrelevanten. Ja. Schlecht bezahlt, schlechtes Image. Ja. Und wenn die Leute fehlen, weil plötzlich man feststellt, uff, ein Großteil derer, die bei uns die Altenpflege macht, kommt aus der Ukraine, kommt aus Serbien oder wo auch immer und die sind zurückgegangen in ihre Heimatländer, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, wie lange das hier dauert, ich bin lieber bei meiner Familie. Ich weiß es von mehreren Frauen aus Polen, die hier ältere Leute auch im Ort pflegen, die sind weggegangen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen aus Rumänien, die diese schwierige Arbeit machen, aus Moldawien. Einige sind geblieben, weil sie sich gesagt haben, ich will vielleicht, ich bin dieser Familie sehr nahe, mir tut der Mensch leid oder aus Finanzgründen, was auch immer das Motiv war. Aber jetzt werden Erntearbeiter per Charterflug eingeflogen und Frauen aus Rumänien werden, und das ist ein völlig verrückter Begriff auch, mit Sonderzügen hereingebracht. Ja? Und wenn man das ist eine absurde Situation,
die aber zeigt auch hier die Verwundbarkeit, ja, und wie weit diese sogenannten neuen systemrelevanten Berufe wahrscheinlich neu in Angriff genommen werden. Das heißt, eine Pflegedebatte haben wir in Österreich schon seit Jahrzehnten. Die hat nicht jetzt begonnen. Aber gedacht, wir haben innerhalb der Europäischen Union die Personenfreizügigkeit. Ja? Also wir haben es ja noch gewusst, dass es mit Großbritannien eventuell nicht mehr ganz so funktionieren könnte. Noch haben wir den Brexit nicht zu Ende verhandelt. Ja? Überhaupt nichts verhandelt. Wahrscheinlich wird es eh der harte Brexit werden. Aber da war jetzt die letzten zwei Jahre große Debatte, ja, wie wird das mit der Personenfreizügigkeit werden? Werden Briten nach Europa kommen und werden Kontinentaleuropäer weiterhin in Großbritannien studieren und so weiter? Das hat sich alles überholt, weil wir jetzt gesehen haben, die Personenfreizügigkeit ja auch innerhalb der Europäischen Union durch eine solche Pandemie nicht mehr funktioniert. Jeder hat es anders gehandhabt im Namen des Gesundheit und Sicherheit. Ja? Ich lebe hier im südöstlichen Eck von Österreich. Ich habe nach Ungarn, ich glaube, 30 Kilometer, in die Slowakei 50 Kilometer. Das ist ganz nahe. Und aus slowakischer Sicht ist bereits Österreich nicht so effizient, wie die Slowaken sich selbst halten. Ja? Also die aktuelle slowakische Regierung, die ja angelobt wurde mitten während der Corona-Zeit, die neue Regierung, ich glaube, die sind Mitte März oder so angelobt worden. Die haben einen sehr, sehr rigiden Quarantänekurs gemacht. Die finden, wir in Österreich handhaben das zu lax. Also in der Slowakei wird über Österreich ein bisschen so gesprochen, wie in Österreich über Italien gesprochen wird. Ja? Also da sind sozusagen ein bisschen die Wahrnehmungen sehr verschieden. Und da spürt man, dass damit auch das, was für uns gang und gäbe war, Personenfreizügigkeit, Mobilität. Ich kann mich innerhalb der EU überall niederlassen, ich kann überall eine Firma gründen, ich kann überall anfangen zu arbeiten. Die Pandemie hat hier vieles in Frage gestellt. Was wir beim Brexit theoretisch diskutiert haben, haben wir jetzt praktisch erlebt und in viel größerem Umfang. Und da ist jetzt einmal, würde ich sagen, also ich erlebe es zum Beispiel so, als eine psychologische, fast Schockstarre, ja, wenn man plötzlich dasteht und sagt, aha, das alles ist möglich. Und bis das alles noch aufgearbeitet wird, ja, in normativen Wege, im praktischen Wege, das, und noch sind wir, noch ist es ja nicht vorbei, ja, noch sind wir wirklich mittendrin, das wird sicherlich zu, sage ich einmal, interessanten Ergebnissen führen, ja. Ja, ja, und die sind noch abzuwarten. Vielen Dank, Frau Kneißl, für diese Antwort, ja. Bitte weiter, Sascha, gibt's noch? Ja, ja, es gibt viele Analytiker, die sagen, dass wir in der Periode einer Zeitenwende leben und dass große Veränderungen lassen sich in der Weltordnung abzeichnen. Und Daniela Konischowa-Kow, Vorsitzende des Clubs, wollte dieses Thema in ihrer Frage anschneiden. Ja, bitte, Daniela. Ja. Ja, vielen Dank, Frau Kneißl, für so eine interessante Diskussion und für die Möglichkeit, Ihnen Fragen zu stellen. Ich bin Masterstudentin an der Fakultät für internationale Beziehungen und wie schon Alexander gesagt hat, interessiere ich mich für das große Thema der neuen Weltordnung. Also in den letzten Monaten spritzt sich die sogenannte Systemrivalität zwischen China und den USA zu und Europa droht noch stärker als bisher zwischen ihrem schwierigen Partner Amerika und dem sogenannten Frenemy China eingeklemmt zu werden. Mhm. Und also wie glauben Sie, werden wir in den kommenden Jahrzehnten die Bildung einer neuen Bipolarität beobachten? Mhm. Und vielleicht, wenn schon, dann für welches Lager würde sich Europa entscheiden? Und dann noch eine kleine Idee, die wir manchmal von den russischen Experten hören. Würde es vielleicht dann vernünftig für Europa mit Russland zu koalieren in der Form eines größeren Europas und um gemeinsam als ein Kontinent stärker als der auf der Weltarena auftreten zu können? Also glauben Sie, dass es überhaupt möglich wäre? Ja, danke. Vielen Dank. Ich darf meine Antwort beginnen mit
der Erinnerung an die Rede von Präsident Emmanuel Macron, ich glaube, es war Ende August, Anfang September, anlässlich der französischen Botschafterkonferenz. Da hat er damals, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Ohr, aber er hat gesagt, es ist wichtig, die Beziehungen zu Russland neu zu denken. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch von Partnerschaft gesprochen hat, aber ich glaube, er hat so ungefähr Beziehungen mit Russland neu denken. Denn ansonsten verlieren wir, ich zitiere jetzt ungefähr aus meiner Erinnerung, verlieren wir Russland an China. Also das war so ungefähr seine Aussage bei der Konferenz der französischen Botschafter in Paris letztes Jahr im Sommer. Ich habe kurze Zeit darauf ein Interview mit Figaro gehabt, mit dieser französischen Tageszeitung, und habe gesagt, das war dann auch so der Titel, Sie können das auf meiner Website, da ist ein Interview auch dazu, ich habe gesagt, je souscris à 100% à Präsident Macron, also ich unterschreibe 100% die Position von Macron, weil sie auch eine Position ist, so habe ich sie verstanden, die in Frankreich immer wieder hochgekommen ist. Ja? Also ich habe vor Jahrzehnten einmal 2, 3 Biografien über General de Gaulle gelesen. Ja? Und General Charles de Gaulle hat eigentlich in den 60er Jahren schon aufgebracht, die Frage, nicht so einen starken transatlantischen Fokus zu setzen, sondern er hat gesagt, Frankreich, Deutschland plus Russland. Also das war zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht Russland als Begriff hatten, sondern man sprach von der Sowjetunion und man sprach von der UdSSR. Aber de Gaulle hat interessanterweise, ich glaube, fast nie von l'URSS gesprochen, also UdSSR, hat immer nur von la Russie, von Russland gesprochen. Ja? Also de Gaulle war hier sehr historisch denkend. Ja? Also für ihn zählten die Nationalstaaten. Und er hatte auch immer von einem Europa der Nationen gesprochen. Und das war eine Thematik, die bei de Gaulle immer wieder hochkam, die dann später auch Chirac aufgriff. Ja? Also ich erinnere, im Jahr 2001, als der Irakkrieg begann, 2 wichtige EU-Staaten waren damals gegen den Irakkrieg. Das war Deutschland unter Gerhard Schröder und das war Frankreich unter Chirac. Ob Frankreich unter Sarkozy auch dagegen gewesen wäre, weiß ich nicht. Ob Deutschland unter jemanden anderem auch dagegen gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber Gerhard Schröder und Jacques Chirac haben ziemlich klar gesagt im Jahr 2001, nicht mit uns. Also diesen Krieg machen wir nicht mit. Und da war damals auch, hat man gemerkt, dass also man auch versucht hat, hier mit Russland, auch, pardon, es war nicht 2001, 2003 hat natürlich der Irakkrieg begonnen. Ich habe jetzt viel gesagt, es war 2003 der Beginn des Irakkrieges, 2001 war 9/11. Aber 2003 mit dem Beginn des Irakkrieges hat man gespürt, hier ist ein Keil innerhalb der NATO, innerhalb der EU schon da, der danach immer wieder die ein oder andere Friktionslinie auch genommen hat. Wie sich vor dem Hintergrund des von Ihnen skizzierten bipolaren Antagonismus USA versus China, Rivalität, wir haben ja auch in der EU mittlerweile den Terminus des systemischen Rivalen China, ja, wir sprechen nicht mehr von Wachstum in Harmonie und auf EU-Ebene, also hat man bis 2019 eine China-Strategie verfolgt im Sinne von, ja, die chinesische Wirtschaft wird immer marktwirtschaftlicher und irgendwann dann kommt auch eine Demokratie oder ein Parteienpluralismus oder was auch immer, das ist nicht gekommen, man hat sich geirrt und man hat jetzt eben auch diese mehr so, China ist ein systemischer Rivale. 5G-Netz, artifizielle Intelligenz, Robotik, Digitalisierung etc., da greifen auch hier Ängste, nicht nur politische und wirtschaftliche Interessen, auch Ängste. Ob man das jetzt nach dieser Situation, und meine Hauptfrage, die sich für mich stellt, weil wir es heute jetzt schon ein bisschen so immer wieder angedacht haben, ich frage mich, wann wir wirklich von einem Ende der aktuellen Situation werden sprechen können. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren, wenn wir zurückblicken auf das Jahr 2020, 2021, vielleicht sagen können, am 1. August, am 20. September oder was auch immer hat das aufgehört. Ich fürchte, wir werden hier in so einer Limbo-Situation bleiben. Und das ist
Das verschafft eine zusätzliche Unruhe. Ja? Und wie wir aus dieser Limbo-Situation, wo viele der handelnden Personen gewaltige innenpolitische Probleme haben, alle stehen vor einem Berg von Problemen mit neuer Arbeitslosigkeit, mit Verarmung, mit all dem, was zur Folge sein wird, ob wir da die Kraft haben werden und den politischen Willen, Geopolitik wirklich ernsthaft zu denken, weiß ich nicht. Ja. Ein letztes Wort, Ursula von der Leyen ist angetreten mit den Worten, diese Kommission, die ich jetzt starte, ist die geopolitischste Kommission aller Zeiten. Ja. Also ich habe selber als Ministerin immer wieder moniert bei Debatten. Wir haben so eine Krämerseen-Mentalität, Erbsenzählerei, da gibt es kein großes Denken in größeren Kategorien. Das können maximal in Europa noch die Franzosen oder die Briten, aber der Rest kann es nicht. Ja? Und wird auch gar nicht unterrichtet, das Thema. Und da habe ich das also immer wieder kritisiert. Dann ist Ursula von der Leyen angetreten, hat am 1. Dezember 2019 gesagt, wir sind geopolitisch. Am 18. Jänner dieses Jahres gab es eine große Konferenz zu Libyen, wo die Europäer gemeinsam eine geopolitische Aktion in Libyen machen wollten. Und dann kam der 12. März und seither ist alles anders, ja. Also es hat nicht mehr die Priorität. Und ich weiß nicht, wann wir da rauskommen, um dann wirklich wieder neue Prioritäten zu formulieren. Also in einer solchen Situation, in der wir gegenwärtig stecken, bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt nicht Außenminister bin, ja, weil Sie können als Außenminister, Sie können ja gar nichts machen, ja. Interessiert irgendjemanden, was der Außenminister macht im Moment, ja? Also es ist als Gesundheitsminister, als Sozialminister, als Finanzminister, ja, da haben Sie im Moment sehr, sehr viel zu tun. Wen hat früher interessiert, wer das Gesundheitsminister ist, ja? Mittlerweile kennen wir die Namen der Gesundheitsminister der wesentlichen Staaten, weil diejenigen sind, die irgendwie so an der vordersten Front stehen, ja. Also es ist eine völlig neue Situation. Wann die aufhört, weiß ich nicht. Ja. Also meine Sorge ist, wir werden hier so, auf gut österreichisch sagt man, wir wursteln weiter. Ja. Also wir improvisieren irgendwie, wir machen da weiter, aber ohne klare Vorgaben. Vielen Dank, ja. Frau Kneißl. Frau Kneißl, danke sehr für dieses Gespräch. Ich denke, ja, wir leben in sehr düsteren Zeiten jetzt. Und in dieser Zeit brauchen wir immer etwas Positives. Und Ihre Vorlesungen, die Treffen mit Ihnen, ist immer für uns ein sehr positives und Hoffnung erweckendes Ereignis. Danke sehr. Und ich übergebe gerne das Wort, Frau Tschigaschow. Vielen Dank. Das freut mich auf richtigere Worte. Wenn ich da ganz kurz noch reagieren darf, das freut mich sehr, weil auch für mich sind die Begegnungen mit Ihnen allen via Bildschirm auch zweimal in der Woche ein Lichtblick, jetzt fast dreimal in der Woche, weil ansonsten ist für uns alle, glaube ich, das Risiko hoch, dass wir zu Oblomovs werden, ja, und das dürfen wir nicht. Ja, das stimmt, Frau Kneißl, ja, nichts und nicht mal ein Virus kann uns stören, das Gewünschte und das Geplante in Erfüllung zu bringen, ja, und diesmal hat es auch gut geklappt. Ja. Ich möchte mich bei Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin, herzlich bedanken, dass Sie mitgemacht haben. Ich möchte mich bei unseren Studierenden bedanken, die so aktiv waren, wiederum mit ihren Fragen. Also bei allen Teilnehmenden vielen Dank. Und ich möchte auch nochmals betonen, Frau Kneißl, Sie sind herzlich immer willkommen in unserer Universität. Danke. Ja, und Sie wissen schon, dass Sie ja immer ein intellektuelles und Hauptsache auch deutsch sprechendes Publikum finden können. Wir würden uns ja auch auf weitere Begegnungen sehr freuen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Ja, und alles Gute. Gerne. Ich habe André, dem Vizerektor, habe ich geschickt, einen Artikel aus dem Spiegel. Vielleicht. Der ist, glaube ich, ganz interessant, so wie auch die Stimmung in Deutschland ist, was Globalisierung anbelangt. Und vielleicht wollen Sie mein Buch ankaufen, Die zersplitterte Welt. Da habe ich eben auch über die Deglobalisierung vor 10 Jahren schon gesprochen. Ansonsten bringe ich es das nächste Mal mit. Naja, also diese Informationen können, ja. Haben wir weitergeleitet an unsere Studierenden. Und ja, also, haben wir bekommen. Danke. Ja, das haben Sie bekommen. Super. Danke. Ja. Danke sehr. Danke. Ciao. Danke. Schönen Nachmittag noch. Schönes Wochenende. Ja, schönen Tag heute noch. Ja.